So, Taschen sind ausgeleert. Ist schon dunkel geworden. Nun machen wir uns wieder auf den Weg, wo wir vor uns bereits mal waren. Zu unserem Portal. ja, okay. Was wollte ich sagen? Hier Stirnreif der Ausdauer. Wir gehen jetzt einfach weiter rechts, erkunden das Sumpfgebiet hier. Schauen, ob wir hier das Orakel finden, wie vermutet. Oder doch nur Monster. Achso, Gesundheitstränke wollten wir noch verkaufen, weil wir da einen großen Stack hatten, glaube ich. Ne? Oh, Hartnacken. So ein Sternchen drauf. Und noch eine Schriftrolle. Wo ist hin? Machen doch erstmal hier die kaputt. Das ist Kampfmarkierung, das ist gut. Die könnte ich aktivieren, bevor ich da hinten zum Boss gehe. Dümpti dümpti dumm. Hier wackelt das Gras. Habe ich dich nicht getroffen? Nein. Oh, da ist noch eine. Kommen hier alle hinten raus. So, den Knochenaufnehmer hier mit. Oh, knapp 500 Gold. Unser Hitzeschild neu machen, Kampfmarkierung holen und dann geht's los. Was hat das zu bedeuten, dass sie so ein Sternchen hat? Besserer Loot? Heldenmonster getötet. Aha. Und nichts drin? Echt? Naja, Erfahrung ist ja auch etwas. Also nichts. Sozusagen. So, hier kommen wir zu Saturn weiter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den Sumpf hier ab. Vielleicht finden wir noch ein Heldenmonster. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Sind die tot? Wenn sie eh so auf dem Boden liegen, sieht man gar nicht den Unterschied, ob die jetzt noch leben oder tot sind. So. Feuer. Nein. Nein. Das wäre wieder so ein schöner Pull geworden. Da bleibt der Schuss im Baum hängen. Das gibt's doch nicht. Da, jetzt. Bam. Wow. Stirb. Diese Schamanen von denen, die machen gut Schaden. Wir haben Lycergos Weisheit. Das ist blau. Alter Schwede. Das ist sozusagen die nächste Stufe dann. Hinter Grün. Das ist dann mehr Epic als Grün sozusagen. Boah, also für einen Krieger, der mit Einhändern kämpft, wäre das bestimmt geil. Physischer Schaden plus Gesundheitsregeneration plus Energieregeneration, erforderliche Stärke für alle Waffen, wird alles runtergesetzt. Nice. Sollte ich mir das behalten, falls ich mal einen Krieger spiele? Wäre eine Überlegung wert, ne? Also es lohnt sich wirklich immer alles abzusuchen halt. Manchmal ist das nur halt stupide draufhauen, aber hin und wieder finden sich ja doch einige gute Gegner ein. So, jetzt haben wir alles zusammen. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. Kommen wir bestimmt auch darunter, denke ich mal. Reines Gefieder. Das ist gut. Eine Instanz, also eine Höhle. Interessanter Ort. So rum wird das ja da genannt. Ja, kommt mit. Sollen wir mal versuchen jetzt hier?
Ja. Gruppen hüpfen. Habt ihr gesehen? Dann können wir so angetänzelt und auf einmal hups, gesprungen. Und schon wieder Lederschwinge, wieder ein Heldenbestie. Trinken wir gleich mal einen Heiltrank. Aber die war jetzt nicht wirklich großartig schwierig. So. Ich nehme mal wieder mit. Kommen eh alle zu spät. Wie so ein Feuerwerk. Bum, 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 bum. Schnell was trinken. Und ein Trank. Schleifenring. Noch mehr gelbe Teile. Ein Stirnreif. Der Ausdauer, mehr Leben. Nein. Nein, dich nicht. Dich. Dich. Feuerwiderstand, Blitzwiderstand. Nein, brauchen wir alles nicht. Ja, auf dem anderen war halt noch 5 Intelligenz drauf, ne? Also mehr Schaden ist immer schön zu haben. Verstärkt auch unseren Vergeltungsschaden und alles. Hui. Ist gar niemand mehr. Nur noch eine verzierte Truhe. Nichts Weißes drin. Das ist gut. Hier haben wir mehr Energie. Mehr Feuerwiderstand, mehr Leben. Statt Geschicklichkeit. Geschicklichkeit, erhöht die Angriffsqualität. Das legt sich auch bestimmt auf unser hier auf unsere Erzauber, also auf die verzauberte Waffe nieder, die Angriffsqualität. Von daher müssen wir die Geschicklichkeit mit. Ich würde sagen, immer so 2/3 von der Intelligenz brauchen wir an Geschicklichkeit. Wo kommst du her? Hat das vor uns keine Lust? Oh ja. Und es wird hell. So, Morgendämmerung, jetzt kaum was zu sehen. Kein Gefieder. Hier geht's nicht runter, okay. Na, ist ja gut, dass wir hier hochgegangen sind, nicht wieder hinten zurück zu den Saturn. Weil das war hier eine Sackgasse. Da würden wir dann wieder hier hinlaufen und dann wieder zurück. Ah ja. Das wäre unnötig viel Gerenne gewesen. Von daher passt das ja. Dann laufen wir jetzt hier hoch zu den... Boah. Die Schildkröten sehen immer so aus, als ob die noch leben. Weil die kriechen ja so auch fast auf den Boden. Nur so ein bisschen drüber. Mit ihren Stummelbeinen. Da fällt es wirklich nicht auf. Ey, Schamane. Weil ich frage mich echt mal, ob wir mal irgendwann hier unseren Umhang oder bessere Brustrüstung bekommen. Weiß ich, das steht uns nämlich nicht. Muss man echt mehr Frau spielen, wenn man Magier oder so Zaubersachen spielt. Ja. Das kann gut sein. Unteres Delphi. Also wir nähern uns dem Orakel. Das ist auf jeden Fall klar. Ich dachte, ich hab's schon. Gut. Brustrüstung. Hier brauchen wir auch den Weinschlauch. Spektralmaterien, Dämonenblut. Ich glaube, den haben wir schon. Die arkane Formel. Nämlich nicht alles täuscht. Müssen wir nachher mal beim Karawanentreiber schauen. Bäm.
Also wir müssen in den nächsten Leveln echt dann den neuen Fähigkeitenpunkten dann uns eine Etage höher machen. Dass wir mal ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Ah, da ist der Schmied. Der begabte Schmied, schön versteckt. Machen wir erstmal die hier tot. Nicht, dass die uns hier stören. Noch eine Formel. Also es scheint hier gut was wegzufallen. In letzter Zeit. So, fragen wir ihn mal. Ja, mit rechts fragen, genau. Nun, ich habe nicht viele Besucher. Sei gegrüßt. Wie kann ich dir helfen? Du verkaufst auch alles. Das ist schön. Aber schlechtere Sachen als die, die wir finden. So, den Stack können wir verkaufen. Und kaufen hier mal ein bisschen mehr. Dass wir nur noch die großen Heiltränke trinken. 22, so reicht das. Ja. Hat nicht viel für uns hier. Das sind alles Geschicklichkeitsarmschienen. Es kann passieren, dass wir später sowieso Geschicklichkeit brauchen, um überhaupt Rüstung tragen zu können. So, Bestienrufer, 24 Feuerschaden plus eine Renegation Schaden. Ja, genau. Aha. Also der ist hier um einiges besser, ne, mit dem Schaden und so. Aber unser hat halt diese guten Skillpunkte drauf. Die will ich nicht vermissen. Auf Wiedersehen. Und noch ein Trank. Sei gegrüßt. Mann. Was hat er uns jetzt hier gebracht? 10.000. So eine glatte Summe. Kann das sein, dass er uns nicht mehr geben kann? Den behalten wir wirklich. Falls wir doch nochmal hier irgendwie auf Krieger wechseln oder so, können wir den nehmen. Der hat erforderliche Spielerstufe 15, okay. Stärke 170. Ja. Gute Reise. Auf die 10.000 kommt es jetzt nicht an. Die könnt ihr mir vorstellen, weil ich das so schon mal aus einem anderen Spiel kenne, dass die Händler immer mehr, also besser werden. Das heißt, desto weiter wir in der Geschichte kommen, desto mehr Gold haben die Händler mit. Und es kann sein, dass der hier in seiner Einöde halt nur 10.000 Gold hat. Also, dass er nicht mehr gibt. Ne, und dass wir dann später, wenn wir halt größer sind, in der Geschichte weitergekommen sind, dass wir dann am Zelt vorbei, haargenau vorbei, das ist ja ein Traum. Ist gut, dass man hier so gut zielen kann. Ja, dass die dann auf jeden Fall dann mehr Gold für diese Waffe bringen, weil 10.000 erscheint mir echt wenig. Also wir werden sie auf jeden Fall einlagern. So, schön abschießen. Ihr fallt noch um. Eintragen können wir zu uns nehmen. So. Bist du alleine? Nein. Boah. Die zwei Bogenschützen habe ich gar nicht gesehen. Obwohl die sich ja doch absetzen vom Untergrund. Naja. Das mit dem Sehen ist halt immer so eine Sache, ne? Die haben da einen Boss, der sie verstärkt. Oh, wieder so eine riesen fette Rüstung. Sind ja auch ganz schöne Tiere hier. Tiermenschen, ne? Das sind ja Tiermenschen. Ja. Dunkler Satyr, Elite-Krieger. Bäm. Nichts mit Elite. Tot seid ihr. Ohne es gerochen zu haben. Da ein Schuss, da ein Schuss. Und die Truhe gehört uns. Was hier an Zeug überall jetzt rumliegt, ne?
Und hier geht's auch weiter. Wir aktivieren erstmal den Brunnen hier. Gucken, ob hier was abzusehen ist, wo es lang geht. Ich glaube, hier geht es ins obere hoch. Ach, die Höhle ist unter uns. Okay. Die Höhle ist unter uns. Passt auf. Nein. Der Höhleneingang war da. Unter der Brücke. Ist ja auch ein Höhleneingang. Wo war das jetzt? Einfach so ein Karten-Element halt. Ja, dann gehen wir mal gleich in die Höhle hier. Bam! Ah, das war zu wenig. Der wollte nochmal schießen, gerade eben der Schamane. Hat es aber nicht geschafft. Sound. Ey. Ich wollte die 1 drücken. Habt ihr das gesehen? Komisch. Irgendwie. Gibt es hier runter den Berg zu das Problem? Naja. Passiert. Das kann alles mal passieren. Zaubererspinnen. Ach, nieder. Ach, nieder. Flip. Schön. Was ist hier passiert? Tote Satyre. Ist uns einer vorgekommen? Giftsack. Du Sack. Du Giftsack. Nein, keine Schimpfwörter hier. Was war denn das? ja. Die Satyre wurden wohl von den Spinnen überrascht. Die mögen sich auch nicht. Oh, was ist denn los? Licht. Jetzt hätte ich Angst gekriegt, dass hier irgendwo ein Boss ist. Na komm, stopp. Aber kein Boss. Wir haben Level Up. Knochen laufen. Schnell nochmal looten. So. Nein, Meisterschaft wollten wir nicht. Wir wollten hier einfach höher gehen. Das waren ganz schnelle Punktevergaben. 2/3 wollten wir mitziehen, ne? Das heißt, wenn wir jetzt 180 Intelligenz haben, brauchen wir. Boah, nee, nicht rechnen. Hier einfach Geschicklichkeit rein. Bisschen höher ziehen. Hier der Giftsack, hier die Flamme. Die Flamme haben wir irgendwo gebraucht, glaube ich. Leben, Energie, nein. Die war da irgendwo notwendig, ich weiß aber nicht mehr wo. Aber sehen wir. Das war eh das erste Teilstück. Können wir eh noch nicht so viel anfangen. So, haben wir hier irgendwo einen Boss drinne? Wir bräuchten noch ein paar Giftsäcke. Was? Nein, das ist gegen die Wand geflogen. Fair. Machen mich da fest hinter der Wand und dann kann ich nicht mehr schießen. Eiskalt. Nochmal Flamme, nochmal Giftsack, sehr schön. Die Giftsäcke, die brauchen wir auch 5, ne? Oh, wer? Das können wir alles schon mal zusammenfügen. Naja. Zumindest ein bisschen Crafting ist dabei, das gefällt mir. Bin gern so Crafter und so. Spielen halt. Chalky Dickischer, Großhelm des Lebens. Langsam kann ich das lesen. So ohne Probleme. Chalky Dickischer. Oder Chalky Dickischer? Oh, oh, jetzt habe ich schon gesagt, ich kann es lesen. Und dann so, der Ausgang ist da oben links.
gehe immer wieder die Berg hoch mit der unsichtbaren Wand. Oder einfach zu Stein. Die Kugel kam nicht runter. Kalter Kurzsperr. Mann. Diese Physik in den Spielen immer. Immer gegen einen. Bogen. Nein, zu früh. Nicht, dass die mich noch erreichen hier. Das geht mal gar nicht. So, da scheint es weiter zu gehen. Gehen wir hier kurz nochmal unten die Kurve entlang. Los hier jetzt rein hier. Bam. Pullen. Alles pullen. Wir haben ja alle Tränke gekauft. 400 Gold ist doch nicht viel. Komm, Bogenschütze. Oh, da steht da noch einer. Pusch. Verbrennen. Ah. Du hattest keine Lust zu kämpfen? Dann stirbst du halt. Oh, du hast einen Viertel Heiltrank für mich. Sehr schön. Wow. Hier. Chryseos-Fälle. Da scheint oben Delphi zu sein. Ich weiß es nicht, aber die vermute es mal. So, hier haben wir Schrein der Heilung. Ja, toll. Ja, toll. Und wir trinken hier einen Heiltrank. Wow. Wer steht denn im Feuer? Ey, das sind meine Waffen. Wow, ist der Boss. Er hat ein Steinchen. Das ist ein Heldenmonster. Krieg gar nicht mit hier. Kannst du mal langsamer casten, bitte? Ja, der zaubert mit Feuer. Was ist er dann natürlich? Immun gegen Feuer. Ey, lauf da nicht weg. Zur ersten Energietrank. Komm. Können wir ihn auch schlagen? Raus hier. Ja, Feuer gegen Feuer, ne? Also ich habe keinen Feuerwiderstand, aber er wohl. Gehe ich mal davon aus. Komm. Jetzt stirbst du. Stirb. Naja, geht doch. Da bräuchten wir echt irgendwann mal eine Lösung, wenn das öfters passiert. Weil wir machen ja nur Feuerschaden, ne? Wir machen nichts anderes. Was haben wir bekommen? Oh. Erstmal dich töten. Ja, wirst du wohl. Komm her. Ey, durch Steine schießen gilt nicht. Jetzt ist doch mal gut hier. Dich noch. Ich will jetzt gucken, was ich hier gekriegt habe. Mann. Ein Stab. Plus 12 Intelligenz. Und der andere hat 10%, sind 17 Intelligenz, okay? Haben aber weniger Energie, also das wird dann extrem wenig. So, 27 Energieentzug für 3 Sekunden. Hm. Aber 20 Feuerschaden, ne? Komm. Scheiß drauf, ob der grün ist. Man sowieso nicht zufrieden mit dem grünen Stab. Also nicht so, wie es mir hätte erhofft. Von daher, Pech gehabt. Geht der grüne Stab halt weg. Kann ich auch nichts für.
Wenn die mir das nicht gönnen. Na. Wo bleibt meine Kugel? Die Vulkankugel wollte nicht zünden. Feuerzeug alle gewesen. Das kann sein. Ja. Oder ist mir jetzt böse, dass ich ihm seinen grünen Stab weggenommen habe? Wäre ich auch. Ja, genau. Schieß gegen die Fackel. Das ist so breit und so riesengroß. Nimmt alles weg. Da sieht man gar nichts mehr.